Nächster Part von Dark Souls. Mit der Heidi heute. Servus. Ja, der Riese oben mit seinem Feuer ist schon mal weg. Das ist eine gute Sache. Allerdings, dass ich kaum Schaden mache, ist keine so gute Sache. Ja. Das ist so ein kleines Problem. Da muss ich schmieden. Oder gut ausweichen, so lange klöppeln, ein bisschen Hass. Ich bin ja im Prinzip vorhin reingegangen mit circa, 7 Flakons. Wegen dem Riesen. Jetzt habe ich ja 10 Flakons. Ja, musst du gucken. Vielleicht kommt das mit der Stufe noch hin. Nicht, dass er dich noch runterschmeißt, Schmeckel. Ich habe ihn aber jetzt nicht allzu schwer im Gefühl. Weil er sehr langsam sich bewegt. Ja, für manche ist der schwer, für mich jetzt nicht so. Es war noch manchmal, wo man einen vielleicht mal irgendwie komisch erwischt oder so. Dass man dann runterfliegt oder doch, keine Ahnung, irgendwo zu sehr weggeschmettert wird, aber ansonsten geht er eigentlich. Schon mal reingeflogen. Das ist Stahlgigant aus Final Fantasy. Darfst natürlich auch nicht mal packen, das, ne? Oder haut zwei beidhändig drauf, wenn du hinter dem bist. Das macht noch ein bisschen mehr Schaden. Dass du das dann schnell genug umswitchen kannst, dass du keiner um Deckel kriegst. Flakons, trinkt er es dann so? Wie, was trinkt er es denn so? Wenn ich jetzt einen Flakon trinke, trinkt er es dann so? Ja, normal trinkt er das. Ach, da macht er keine irgendwie. Das geht dann nicht langsamer. Nö, der macht dann immer noch seine Saufanimation, ne? Muss halt gucken, wie du das spielst. Also ich würde immer, wenn ich hinter ihm bin, auf beidhändig wechseln. Und ansonsten immer mit dem Schild blocken. Weil das macht ja doch mehr Schaden. Wenn du da Waffe beidhändig führst und auch einfach um Deckel kriegst. Guck mal, die Elf, das ist ja schon. Jetzt sogar. Ja, nimm doch wieder einhändig, ja, wenn du vor dem bist. Ah, das schmeiß ich fast einen um Deckel gekriegt da unten, ey. Wie gesagt, nimm wieder das Schild, wenn du vor dem bist. Kannst ja schnell auf den Knopf drücken. Zack, zack, zack. Ist ja nicht, dass du jetzt ganz Zeit beidhändig da rumlaufen musst. Ja, wo ist bloß der Shortcut, Schmacki? Rennst du jedes Mal dran vorbei? Richtig knapp. Ja, da warst du doch schon mal. Da war doch die Kiste und der Ritter. Wo du da zu dem einspringen wolltest, da bist du da runtergefallen.
Der Shortcut ist weiter oben, aber bist du schon so oft dran vorbeigelaufen? Okay, dann muss das ja auf dem Weg hier irgendwo sein. Ja, wie gesagt, das ist da irgendwo. Das ist schon wieder so banal. Wenn du das rausfindest, dann haust du dir die Facepalm hier ins Gesicht. Ach, na egal. Was denn? Ein Flakon benutzt. So. Ja. Da hat der Schmack jetzt zu lange Pause gemacht. Da weiß er gar nicht mal, wo die Knöpfe sind. Oh. Ja, da hast du sie auf jeden Fall gefunden. Aber dir fehlt der Schlüssel noch. Wo war der denn nochmal? Ach so, ich weiß, wo er ist. Da warst du noch nicht. Da wolltest du hin, aber dann bist du abgestürzt. Aha, super. Ja, wenn du da mit dem Generalschlüssel immer rumrennst, dann weiß ich auch nicht mehr, welche Türen man jetzt aufmachen kann. Aber die anscheinend nicht. Aber damit kommst du ziemlich weit zum Anfang wieder runter. Ja, ich sag ja, ist so banal mit den Käfigen da. Das warst du schon so nah mit deiner Nase vor. Hätte nur noch ein Schritt gefehlt, dann hättest du das gesehen. Öffnen. Ja, der Schlüssel. Das wäre übrigens auch der Schlüssel gewesen, mit dem du normalerweise den Käfig von Logan aufgemacht hättest. Aufmachen müssen, aber du hast den Generalschlüssel. Da ging das auch auf. Normalerweise wäre es der Schlüssel gewesen. Jetzt einmal fast geschafft, dass der scheiß Gigant da runterfliegt, ey. Aber das ist tricky, ey. Gesagt, wenn du hinter ihm bist, schlag weiter nicht zu. Das macht ein bisschen mehr Schaden. So, nur mal schnell umswitchen. Dass er nicht die Axt da ins Gesicht zimmert. Ohne Block. Ja, oder dich runterschmeißt. Hä? Scheiße. Lol, das habe ich auch noch nicht gesehen. Was bin ich denn da hingeglitscht, ey? Das war gut. Tische Maki, ey. Ja, man muss aufpassen bei dem Gigant. Bei der Golem. Schon nah dran runtergeflogen. Kann es ja bloß da oben der Weg sein. Ja, wenn du da noch nicht warst. Du wolltest ja da drüber hüpfen, aber war die Schwerkraft größer. Da musst du präzise abspringen. Wie so ein richtigen Schmack ist. Oh, Schmack. Ah, what? What? Who are you?
I took on Sam's fortress alone. But I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out. With your soul searching. Was kann man denn kaufen, bei ihm so schön ist? Theoretisch. Das ist doch der Helm von... LOL? Was denn? Die Katharina-Rüstung? Ja, die Katharina-Rüstung, ja. Ja. Was macht die denn? Die macht dich zur Zwiebel. So, ich kein Geld, ey. Beziehungsweise Seelen. Ja. Yeah. Die gute Zwiebelrüstung. So, Makroschwert 130. Fine then. Rushing like a naked baby, be skinned alive. Was hat denn mein Claymore? Ja, das hat natürlich mehr. Was hast du denn noch so Schönes? Oh yes, it's you. What is it? Still something you need, eh? Anything at all? Große Scherben habe ich ja verstärkt, schon auf plus 10. Ja, da musst du das auch beim Schmied mal auswählen. Du Teufel, ey. Jetzt nicht von dir versauen, komisches Schlangenvieh. Ja. Jetzt reicht's, das kriegst du sowas von wieder. Jetzt! Käfigschlüssel. Jetzt ist nämlich die Shortcut nach unten offen. Im Prinzip. Ja. Oh ja, erstmal zum Schmied gehen und gucken, was wir machen können. Wäre eine Idee. Warte mal, schaffe ich es nochmal? Natürlich schaffe ich es nicht nochmal. Platsch, mal liegt da. Ja, wäre auch zu schön, um wahr zu sein, dass man nochmal schafft. Ja, da musst du direkt an eine Kante abspringen. Wolf diesen Ort erreichen. In bei Part 66. Ne, wo ist er jetzt? 22? Oder was tut er? Wenn ich bedenke, wie viel Adrenalin ich hier durchgelebt habe im Spiel schon. Beim Ziegendämon. Schmacki, wart's mal ab. So viel Zorn beim Klaffdrachen und. Das kommt noch. Wenn ich bedenke, dass das Spiel gerade mal erst angefangen hat, so richtig. Mhm. Es ist ja ein Riesenspiel. Boah. Das DLC muss ja auch noch. Artorias und so was. Da hier wird auch noch der Arsch voll. Das Ende ist runtergeflogen.
Wer? Wer da unten? Weiß ich nicht. Ist jetzt bis am Anfang. Frag mich jetzt nicht, wo lang. Wo du raus, am rauskommst, da oder da. Ich glaube nicht, oder? Ja, doch. Ja, doch, ich glaube, guck mal. Beste Shortcut hier. Ja. Jetzt wird hier flitzt. Jetzt aber fix. Ja, hast ja viele Seelen jetzt. Da muss er was fressen. Seem to be doing all right. Need anything forged? Junge, du brauchst eh Seelen. Steht gar nicht drin, mein Claymore. Ja, du musst, glaube ich, Waffe durchwirken oder was das ist. Oder umwandeln oder sowas. Nimm jetzt erstmal deinen scheiß Seele da. Damit man da auch mal was sehen kann. Irgend so eine dicke Seele. Jetzt sind da alles. Oha. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? So. Jetzt noch umwandeln. Was steht da? Claymore, Claymore plus 6. Crudest Claymore. Göttliches Claymore. Das am Anfang. Also das dass du da plus... Ja, dass du da weiter aufwerten kannst. Nicht Krudes. Ja. Und dann kannst du das immer weitermachen, aber ich weiß nicht, was du da noch... Ich glaube dann normal mit Waffen verstärken dann, oder? Musst du dann wieder... Ja. Ja, guck mal hier. Butz, butz, butz. Jetzt kann ich den Grund zum Krudes Claymore umwandeln. Na, aber... Naja. Wieso sagst du naja? Ach, Krudes. Jetzt hast du ja plus 10 oder erstmal, oder was? Ja. Ja. Das sind ja schon mal 5 Level mehr. Dann guck gleich mal, was du für einen Schaden hast. Immer wichtig, die Waffe aufbauen. Ordentlich Schaden auf jeden Fall. Das geht schon fixer jetzt. Ja.
Ja, wo war der Aufzug? Ja, da hinten. Ja, komm! Dass du schon die Käfige übersehen hast, da wundert mich gar nichts. Ja, das war er zum Beispiel nicht. Scheiße. Ja, jetzt wird's hier Tanz. Oh, da sieht man's mal wieder. Ja, schon mal hier. Ich weiß, wo Käfig ist. Der war schon mal nicht. Nee, der war ein bisschen weit weg und kaputt. Tischmacki. Große Schmacki gar nicht mehr da oben. Von wegen. Ja, zweite Mal jetzt schon vor der Aufzug. Das kleine Stückchen. Also wenn man da mal eine Compilation macht mit den Toten, ey, das wird ja ein 24-Stunden-Video dann werden. Ich glaube, bei der Runde werden es umso mehr. Ja, weiß ich nicht. Die Backsteps, die viel einfacher. Ja, kannst du ja auch parieren. Dann sind sie ja noch ist ja einfacher. Das ist die Königsdisziplin. Ja, okay. Musst du den in den Säbel wegschlagen und dann kommt der Step. Käfig! Wär's mal mit dem Schmack? Ja, den nehmen wir, wa? Ja, den nehmen wir. Ist es das nicht praktisch? Das ist immens praktisch. Ja, selbst wenn du das Leuchtfeuer nicht gefunden hättest. Zack, wärst du hier oben. Suchen wir ihn nochmal. Ja, jetzt machst du auch viel mehr Schaden. Wirst du gleich sehen. Jetzt ist der Schmacki fickerig. Ja. Jetzt muss der Boss fallen. Hm? Was sagst du? Ja, schon mehr Schaden.
schon besser als 20 oder 30 oder so, das ist. Nicht so zack, zack, zack. Am besten die Waffe schmieden und irgendwann das Schild. Das bringt zwar nicht so viel beim Schild, aber da verbessert sich immer die Haltung so ein bisschen besser mit. Dass man die nicht so schnell das Schild wegschlagen kann und so. Bei Rüstung ist eigentlich wurscht, ey. Kann man auch machen, also. Ja, guck mal, zack, zack, zack. Da wär's jetzt noch nicht mal bei der Hälfte. Mal ohne Schmieden. Jetzt schmeißt er dich vom Dach, dann lache ich. Und da liegt er. Ihn aus Licht untersuchen. Fantastisch. Arnolondo. Was für ein schönes Gebiet. Ja. Oh, das wirst es noch mir. Lieben. Das wirst du noch lieben, das Gebiet. Im Sinne von Hassliebe oder? Im Sinne von... Nein, natürlich nicht. Wie kann man bei Dark Souls von Hassliebe reden? Jetzt hier wird hier. Jetzt kommen die Dicken. Jetzt bin ich gespannt. Da liegt der Schmack. Ja, das sind so Dicken. Die haben auch viele Seelen. Oh, der Schmacki rollt sich ja auch noch. Oh, ja. Jetzt wird es wild. Der Schildschlag ist gut, wo? Stell dir vor, du hättest jetzt noch deinen plus 5 Claim, oder? So, ja, nichts an Schaden gemacht. Weißt du, was das Gute ist? Was? Die kommen auch immer wieder. Ach du Scheiße. Was gibt's denn hier noch Schönes? Wo respawnt man nicht, wenn man jetzt stirbt? Ja, bei dem Dingen. Der Schmacki prescht immer zu schnell.
ist ja ein komplett neues Gebiet hier. Du Scheiße. Kommt er dir bekannt vor? Golem, ja. Das Ganze. Ja, Gargoyle. Kannst du mal den Schwanz abkloppen? Gargoyle-Axt. Wo kam die jetzt eigentlich her? So, vom Schwanz. Ja. Nochmal Blitz drauf. Und in der Kamera. Ja, oder? Müsstest du eigentlich da wieder rauskommen. Oder das Spiel sagt, nö. Letzte Leuchtfeuer, Arschlägen. LOL! Tja, es hat Leuchtfeuer nicht mitgenommen da oben. Das heißt, man kann jetzt quasi bis nach ganz oben nochmal laufen und dann... Ja, musst du jetzt nochmal den Eisengolem besiegen. Nein, musst du nach oben, jetzt los, richtig. Jetzt musst du zwei Eisengolem besiegen. Ja, gut, das cutten aber jetzt weg, der Fahrt sowieso schon lang genug von 32 Minuten. Jetzt ja. Dann sehen wir uns oben wieder. Bis zum nächsten Part.